Zlatko Junusovic ist wieder mit dabei. Der Werder Bremen-Legionär kehrt für das Spiel am 11. Oktober in Stockholm gegen Schweden in den ÖFB-Kader zurück. Sind wir froh, dass Juno eigentlich ja, wieder soweit okay gestellt ist, dass er spielen kann, dass er einsetzbar ist. Und ich habe auch gestern mit ihm noch telefoniert, also er hat auch keine großen Nachwehen. Ansonsten setzt Koller auf dasselbe Aufgebot wie beim 1:0 gegen Irland, nominiert aber 15 Spieler auf Abruf, denn gleich 11 Akteuren droht eine Gelbsperre. Ja, ich denke nicht, dass jetzt das Schwedenspiel ein Liebkosespiel wird, wo nichts passiert. Also da wird es schon richtig hart zur Sache gehen und dann muss man natürlich auch vorbereitet sein, um dann eventuell Spiel danach zu nominieren. Österreich ist in Schweden zum Punkten verdammt, doch Koller will jeden Druck von seiner Mannschaft fernhalten. Die Schweden sind Favorit. Also die Schweden sind Favorit, die Schweden spielen zu Hause, die Schweden stehen vor uns, die Schweden stehen in der Weltrangliste vor uns. Also da können wir noch nicht sagen, wir sind der Favorit. Nichtsdestotrotz, die waren hier in Wien auch schon Favorit. Doch der Sieger damals Österreich. Und so soll es auch in Schweden sein. Dann ist Österreichs Chance auf die Weltmeisterschaft größer denn je.